zum Thema 20 Jahre Bahnreform sendet die ARD am Mittwoch um 21.45 Uhr bei Plus Minus eine wohl sehenswerte Reportage. Wir hören hier gerade das Glockenspiel. Da gibt es eine kleine Episode dazu. Ein Vertreter vom Demo-Team hat eine Anfrage bei der Stadt Stuttgart gestellt, weil wir jetzt ja momentan wieder hier vor dem Rathaus sind, ob es möglich wäre, das Glockenspiel auf 19 Uhr zu verlegen. Wir haben natürlich ganz bewusst nicht darum gebeten, das Glockenspiel zu unterlassen. Wir haben dann mit der Schlagzeile gerechnet, am nächsten Tag in den Stuttgarter Nachrichten oder ähnlichen Stuttgarter Medien, S21-Kritiker schaffen das Stuttgarter Glockenspiel ab. Also dazu ist es nicht gekommen, aber das Glockenspiel hat jetzt pünktlich gerade stattgefunden und die Stadt hat uns mitgeteilt, dass es technisch nicht möglich ist, das ein paar Minuten nach hinten zu schieben. Aber ist okay, ich bin eben mit oder ohne Glockenspiel. Schön, dass Sie so lange ausgehalten haben, hier zwei Reden. Doch ein Hinweis, morgen früh gibt es einen Prozess beim Amtsgericht Stuttgart gegen zwei Vertreter des Demo-Teams, gegen Matthias von Herrmann und Carola von Eckstein. Die Anklage ist Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Das findet statt morgen früh um 9.30 Uhr im Amtsgericht. Zuschauer, Mithörer sind herzlich willkommen. Dann gibt es am 14. Februar, Samstag, eine Veranstaltung der Versorger. Da geht es um 2 Jahre Parkräumung. Treffpunkt ist Samstag, der 14. Februar, vor der ehemaligen Münze. Freitag, Entschuldigung, lesen Sie es, das steht bestimmt dann auf dem Wochenflyer drauf und steht im Internet, dann nochmal, falls ich das falsch gesagt habe, korrigieren. Die Versorger haben gerade auch eine Umfrage gemacht zum Demo-Ort von der Demo. Ich hoffe, viele haben teilgenommen an der Umfrage. Jetzt geht's los zum Demozug, wir sind gut in der Zeit. Der Demozug geht zum Hauptbahnhof. Über den Schlossplatz, also Schillerplatz, Plany, Schlossplatz, Bolzstraße, Friedrichstraße. Und die Montagsdemo ist dann offiziell in der Lautenschlagerstraße beendet. Guten Nachhauseweg, bis nächsten Montag.